Kaffee ist nach dem Erdöl die zweitwichtigste Rohhandelsware. Gigantische 20 Milliarden Dollar im Jahr beträgt das weltweite Handelsvolumen. In Deutschland ist Kaffee das am häufigsten konsumierte Getränk. 80% der Deutschen lieben die braune Bohne. Über 6 Kilo Kaffee verbraucht jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Weltweit belegen die Deutschen damit aber nur Platz 7. Italien, das Land des Espresso, schafft es nur auf Platz 10. Platz 1 halten die Finnen. Fast 12 Kilo pro Kopf verbrauchen sie jährlich im Durchschnitt. Fast 35% unseres Kaffees stammen aus Brasilien, dem größten Kaffeeproduzenten der Welt. 17% kommen aus Vietnam, der Rest aus weiteren Entwicklungs- und Schwellenländern. Bis zu 25 Millionen Menschen leben von Anbau, Vertrieb und Verkauf der Kaffeebohne. 10 Millionen davon in den Produktionsländern. Das weltweite Überangebot lässt immer wieder die Preise stagnieren. Bei einem Preis von 3,90 Euro pro Pfund verschlingen Steuern, Zölle, Frachtkosten und der Einzelhandel mehr als zwei Drittel. Beim Schwächsten in der Kette, dem Kaffeepflücker, kommen nicht mal 20 Cent davon an. Der deutsche Staat dagegen profitiert von der Kaffeelust seiner Einwohner. Jedes Jahr spült die Kaffeesteuer 1 Milliarde Euro in die öffentliche Kasse. Pro getrunkene Tasse ca. 1,4 Cent. Ein Podcast von das Erste.de.